Die Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung des Magen-Darm-Traktes, wobei es zu einer Entzündungsreaktion der Darmschleimhaut kommt, wodurch sich die Darmzotten zurückbilden. Hierdurch kommt es dann zu weiteren Folgeerkrankungen, die ich später erkläre. Wie häufig ist die Zöliakie? Die Häufigkeit der Zöliakie liegt ungefähr bei 1% der Bevölkerung, was relativ hoch ist oder hoch erscheint. Denn es gibt viel weniger wirklich diagnostizierte Zöliakien. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wirklich nur 10-20% der Betroffenen, also ein relativ geringer Anteil der Betroffenen, diese typischen Symptome hat, die mit einer Zöliakie immer so verbunden werden, also Beschwerden des Magen-Darm-Traktes. Der Rest der Betroffenen, also wirklich ein Großteil der Betroffenen, leidet eher unter ganz anderen Symptomen, die man am Anfang gar nicht so mit einer Zöliakie in Verbindung bringt. Und deswegen wird häufig die Zöliakie erst relativ spät oder manchmal auch sehr spät oder gar nicht diagnostiziert. Was ist der Unterschied zu einer Glutenunverträglichkeit? Also eine Zöliakie ist ja eine Autoimmunerkrankung des Magen-Darm-Traktes. Dann gibt es die Weizenallergie. Bei der Weizenallergie kommt es zur Bildung von IgE-Antikörpern gegen Proteine des Weizens. Und dann gibt es noch die Glutensensitivität. Und bei der Glutensensitivität sieht man, dass die betroffenen Personen von der Meidung von Gluten in der Nahrung profitieren. Man sieht häufig auch bei einer Dünndarmbiopsie, dass sich die Dünndarmschleimhaut verändert, aber es fehlen Zöliakie-Antikörper. Was passiert bei der Zöliakie im Körper? Wie gesagt, es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung des Magen-Darm-Traktes. Das heißt, die Dünndarmschleimhaut bildet sich zurück, beziehungsweise die Darmzotten bilden sich zurück. Daher verringert sich die Oberfläche des Dünndarmes und Nährstoffe können zum Beispiel nicht mehr in den ausreichenden Mengen aufgenommen werden. Das hat ganz viele unterschiedliche Auswirkungen später auf unseren Körper. Was kann passieren, wenn die Zöliakie nicht behandelt wird? Wie gesagt, eine Folge der Zöliakie ist ein Nährstoffmangel, weil die Nährstoffe durch die Veränderung der Darmschleimhaut nicht mehr richtig aufgenommen werden können. Das bedeutet, dass also Folgen von einer unentdeckten Zöliakie starke Nährstoffmängel sein können. Das kann man sich jetzt vorstellen, zum Beispiel beim Kalzium. Wenn ein langer, sehr langer Kalziummangel vorherrscht und ein sehr starker Kalziummangel, dann kann es zum Beispiel zur Osteoporose kommen. Ein langer Zinkmangel kommt häufig zu Hautveränderungen bzw. führt zu Entzündungsreaktionen oder Hauterkrankungen auf der Haut. Das sind Beispiele für Nährstoffmängel oder für Folgen von Nährstoffmängeln. Des Weiteren kann es aber auch zu ganz anderen Problemen kommen, bei dessen Auftreten man vielleicht gar nicht erst an eine Zöliakie denkt. Zum Beispiel kann es bei Frauen einfach auch zu Zyklusstörungen kommen. Es kann zur Unfruchtbarkeit kommen, bei Frauen, aber auch bei Männern. Es kann zu Fehlgeburten kommen oder aber auch zu Frühgeburten. Andererseits kann sich auch eine Depression entwickeln oder es können starke Migräneanfälle auftreten als Folge einer Zöliakie. Außerdem ist es so, dass wenn die Zöliakie ganz lange unbehandelt und unentdeckt bleibt, ist die Gefahr sehr hoch, dass sich weitere Autoimmunerkrankungen entwickeln. Weitere Autoimmunerkrankungen sind zum Beispiel Diabetes mellitus Typ 1 oder Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse oder aber auch rheumatoide Arthritis.